Yo Leute, da sind wir wieder und ja, bei Final Fantasy 13.2 im letzten Part, da haben wir, was haben wir da Feines gemacht? Ich meine, wir haben den Traum von Noel endlich beendet und ja, ansonsten haben wir, da ist ein tolles Item, das können wir noch nicht aufdecken. Und ansonsten haben wir noch hier uns auf den Weg gemacht nach Neobodum JS, sonst was, 700, genau, Monster, da kämpfe ich doch jetzt mal fix. Wo ist denn das jetzt? Ja, noch größer geht nicht, ne? Das habe ich fast gar nicht gesehen, das Viech. Naja, wird eh schnell down sein, ziemlich sicher. So, gleich ist es down, komm. Dass das jetzt so lange noch dauert, ey. Wahrscheinlich länger als der Bosskampf. Nö, 15 Sekunden passt. Phönixblut droppen die. Was macht denn das Phönixblut? Da bin ich jetzt mal gespannt. Ist das irgendwo hier? Phönixblut. Halt Kampfunfähigkeit eines Gefährten, volle TP-Auffrischung und Hast. Geil! Damit kann man Hast machen. Ja, Phönixblut ist ja mal richtig dick. Ja, das werde ich mir hier grinden, wenn man das hier bekommen kann. Wenn ich das mal offscreen grinden, dass ich das 99-fach habe. Dann rock ich ja die Bude mit Phönixblut, ey. Was ist denn das da hinten? Da ist auf jeden Fall mal jemand. Ach. Wenn das nicht jemand ist, den wir kennen. Wer könnte das denn sein? Chocobocolina, ey. Ja, okay, dann guck mal. Hat die irgendwas Neues? Monsterkomponenten. Nee, die hat nix. Das ist eine alte Sau, ey. Die hat nix. Die ist total unnütz, diese Chocolina-Tussi. Wie die auch schon rumläuft, ey. Was ist das denn jetzt? Ach so, wenn es nur der da ist. Strigoi. Ja, der Bruder hat auf jeden Fall mal nichts drauf, sagen wir es mal so. Ja. Und wir bekommen nichts. Wieso kein Phönixblut? Nein, das war ja das andere Viech. So, dann würde ich sagen, da war doch vorhin so ein Spalt irgendwo. Da hinten. Lass uns doch mal da hingehen. Weil scheinbar lebt hier keiner mehr. Das ist quasi so, ja. Gar nichts mehr halt. Aber ich kann trotzdem untersuchen, trotz den Monstern. Kacke auf die Monster, die brauche ich nicht. Oha, jetzt geht's ab. Lightning! Lightning! Endlich haben wir sie gefunden! Lightning? What are you doing here? This is a future that I could not save. Is that really you, Lightning? Do you doubt me? No, it's good to doubt. You're growing up. I knew it. It is you, isn't it? I've been looking everywhere for you. Where have you been? What was that dream you made me see? Why did you make me come out here? Just listen, Sarah. I'll explain everything. Interessant, endlich. Happened to me in the past, and about the one who wants to destroy the future. More than one miracle took place that day. Cocoon was saved by Fang and Vanille's sacrifice. We awoke from our crystal sleep, and our brands were gone. It was Utro's blessing that was our salvation. A gate opened into the unseen realm, and through it, the goddess gifted us with her mercy. Know what that is, Dodge? That's our home, Cocoon. Must be your first time seeing it from the outside, huh? Yeah! Daddy! It reminded me of you, and why I had to go on. I felt a whirlwind of emotions. You're the reason I'm standing here. A large part of it was happiness, and relief was there too. But somewhere inside, I still felt uneasy. Vanille and Fang were gone, and the world hung in silence. Our fight had just ended, but I couldn't relax. A new battle was about to begin. What is that? Watch out!
out! The events of that day tore open a portal to another world. Get off me! And from the depths of the rift appeared a darkness that had no place in our world. An irresistible force that dragged me away to the edge of time. The screams of the dying had unlocked a gate. A door that led directly to the throne of the goddess. Etra waited beyond the gate and sent her miracles to the human world. But a creeping darkness slipped through and threatened to devour our reality. Etra closed the gate and warped the timeline. Time's flow was altered, and existence itself was distorted. I was lost. The darkness caught me in its embrace and wrote me out of history. Coole Grafik. So, weiter gucken. Where am I? Valhalla. Beyond time. Beyond life and death. A netherworld of shifting gloom. The chaotic realm of the goddess Etro. What power had brought me to this alien shore? From Valhalla's heart, I could track the entire span of time. I gazed upon the future of mankind and sensed Etro's divine will. WTF? Ach so. The goddess was fading away. If her spirit should cease to be, the world would descend into entropy. I made my choice. I will fight. Immer diese Lightning, ey. This man, Caius Ballard, he seeks to destroy all hope and bring an end to the future. Though the battle might be endless, I will never give up. Etro has chosen us, her champions, and we cannot fail. It all started with Valhalla, is that right? Whatever came from there created the paradoxes. Caused the gates to appear and twisted the timeline. Lightning, what did you see? I don't know. It was an enormous power, something that shouldn't exist in this world. Only Etro can control the power and keep it contained in Valhalla. If she were to disappear, there would be nothing to stop it. And that's what Caius wants. He plans to find Etro sleeping in her temple, kill her, and release the power. The chaos would be unleashed into the world of humans, into our world, through the unseen gate. A gate? When a person dies, her soul flies to the other world and passes through that portal. If a great many people die at once, the gate must open wide to let them through. For example, if Cocoon should fall. Exactly. It would be unstoppable. The power of chaos would gush through the gate like floodwater through a broken dam. What would happen to the world then? Chaos would infect everything. It would become pure entropy, without life, or death, or time. No life or death. You mean like Valhalla? That's what Caius is after! If he can bring down Cocoon, millions of people would die, and the power of chaos would turn this world into another Valhalla. Yes. Caius is trying to create a world where time does not exist. If he can erase time,
Yule would be saved. And not just Yule, all the Seeresses down through the ages. They'd be released from their curse. He wants to sacrifice Cocoon to rebuild the world in Valhalla's image, all for the sake of Yule. That's why you were fighting Caius in Valhalla. You're protecting Etro. We have to face Caius on two fronts, in Valhalla and in the world of humans. If we don't, we won't be able to change the future. I can't do it on my own. I need your help. Lightning then told us what would happen to Cocoon. In 500 AF, the old Cocoon would collapse and fall into pulse, the crystal pillar no longer strong enough to support it. By that time, Hope and the Academy would have completed the new Cocoon, but when they attempted to launch it, Caius would intervene. He would smash it into the old Cocoon and bring them both down. So we have to travel to 500 AF and stop Caius from destroying Cocoon. If we can change this prophecy, then the true timeline will finally be restored. Yes. Everything will depend on you. I have to go to Valhalla and stop Caius there. Can you do it? We can do it. Right. Your good luck charm will show the way. We'll be able to be together again, right? When all this is over? One thing at a time, Sarah. The truth is, I didn't want to let her go. I'd come so far to find her, I was afraid to lose her again. But I had to be strong, for her sake. She had her own battles ahead of her. So I swallowed the words I wanted to say and hid my fear. It was the hardest thing I ever did. Ja, da hinten macht's Boom. Und da gibt's was Nettes zu holen. Und wir haben jetzt die Bommeljagd Deluxe gekriegt. Und genau die werden wir jetzt einsetzen. Das ist die Bommeljagd auf Doom. Bevor wir hier rausgehen, denn hier gibt's ein paar Sachen zu holen. Wie zum Beispiel das hier. Deck auf! Du Mokrikopf. Deck auf, deck auf. Was du nur aufdecken kannst. Na, endlich ist die Sequenz vorbei. Wir haben die Karte behalten. Die Karte erhalten. Ja. Wunderschön. Und da gibt es noch mehr Items und noch mehr Monster. Und was ist, wenn ich nicht kämpfen will? So, machen wir ganz einfach so. Da muss irgendwo muss ein Item sein. Der Mokri rennt schon, der fliegt. Ah, genau, da hinten ist ja das Fragment. Da, deck auf, Mogri. Was ist es denn Feines? Ja, deck doch, nimm doch. Junge. Das Archenartefakt erhalten. Lightning can't remain beyond the boundaries of Valhalla for long. Was ist da für ein Monster hinter mir? Ach so, eins. Ah, der hätte mir wahrscheinlich Phönixblut geben können. Da ist schon wieder eins. Zum Aufdecken. Da gibt es ganz viele Items zum Aufdecken. Das werde ich jetzt nicht alle suchen gehen. Denke ich mal. Zugangscodes erhalten. Hopes Nachricht. Bonus 600. Was ist das? Eine Message? Kannst du mich hören? Ich sende dir die Access-Codes für die Supply-Spheres. The final battle with your ultimate nemesis draws near. I hope the contents are of some use to you. Good old Hope. He's still helping us fight. I guess the future is in our hands now. Ja, würde ich sagen, cool, hä? Hope ist zwar tot, aber er hat uns trotzdem die Codes gegeben. Ja, das ist irgendwie ein krasses Gefühl, wenn man weiß, der Hope ist tot. Der Hop. Hop ist tot, oder was? Aber Gott, scheiße hier, du. So, dann gehen wir mal raus aus der Welt. Weil wir müssen jetzt nämlich noch einiges anderes erledigen. Oh, was ist das denn schönes? Eine schöne Straße des Glücks. Oder so ähnlich. Der Glückseligkeit.
ja, ich will durch die Zeit reisen, ich will das Portal öffnen und dann will ich wieder zurück zur, zur Chronosphäre kommen, jetzt endlich. Nach was weiß ich wie vielen Parts. Ach, Leute. Ich habe übrigens nichts Neues gemacht, seit dem letzten Part. Ich konnte nicht auf die Chronosphäre zugreifen. We've been given a second chance by the goddess herself. We're going to save the cocoon that Hope built. Yep. And save the future too. Jo, da gehen sie jetzt dahin. Hey Caius. You told us you wanted to save Yule by destroying the world. That if you could take away our future, Yule wouldn't have to see any more prophecies and she wouldn't have to die. You really are a fool. Yule never wanted the world destroyed. She never gave in to despair. In the end, when she died, she was smiling. She saw a future of hope. Caius Ballad, I am going to fight you and show you the truth. I'm going to show you the future that Yule really wanted. Cool. Ja, dann haben wir jetzt ein paar Sachen aufgedeckt. Und zwar haben wir jetzt das Academia JS500. Somit sind wir fast fertig mit der Hauptstory. Die Academia JS500 ist die, glaube ich, vorletzte Welt. Es gibt noch einige Sachen, die man so holen kann auf der Zeitlinie, wie ihr sehen könnt. Das werden wir natürlich auch alles zuerst machen. Aber wir wollen uns zuerst mal Academia JS500 angucken. The time foretold in the prophecies is here at last. It is 500 AF. And the crystal pillar that supports Cocoon is starting to crumble. The people of Academia have been evacuated to the new Cocoon. Now all that remains is to launch the Ark into the sky. It is the moment of reckoning. Destruction and rebirth hang in the balance. Two futures, two possibilities, and a battle to determine the fate of the world. Okay, dann gehen wir mal rein. Ja, Academia JS500. Wir gucken uns nur den Anfang an, dass ich Zugriff auf alle Maps habe. Und dann werde ich offscreen, wie gesagt, ein bisschen was vorbereiten. Und ein bisschen ein paar Items suchen und so. Und die natürlich dann im Onscreen wieder zeigen. Ich werde mich in die Nähe stellen von denen, speichern und dann Onscreen die Dinger zeigen, wo ich die her habe. Damit wir ein bisschen besser organisieren können. Damit wir keine Videosequenzen offscreen machen. Die sollen alle Onscreen gezeigt werden. Alles. Alles vom Spiel. Alles. Okay. Letztes Kapitel. Jetzt haben wir alle Kapitel freigeschalten. Versprochene Ewigkeit. Academia JS500. High End of Doom. Look, it's like it's turning into Valhalla. We're at the time of the prophecy. The pillar is going to crumble any moment, and then the old cocoon will fall. I don't see any of the people. Do you think they've already been evacuated? Yeah. Everyone must be in the Ark. Wait! But that's Caius's target! Exactly. This must be the moment that Hope launches his new cocoon. Right? Ja, das ist der letzte Dungeon, den werden wir jetzt nicht großartig schon betreten. Wir holen uns noch das Item hier am Anfang. Was könnte das sein? Kontra-Artefakt-Entscheidung haben wir bekommen. Und das war's auch erstmal alles, was wir hier in dieser Zeit machen werden. Ich werde jetzt kurz auf die Chronosphäre zurückgehen und euch ein paar Kleinigkeiten noch zeigen, bevor wir den Part hier beenden. Okidoki, wir können die sterbende Welt jetzt manipulieren. Ich werde, weil man ja sehen kann, dass da noch einige Epochen fehlen. Ich muss kurz gucken. Wir werden sehr bald in der Achillessteppe die Bosse von der Achillessteppe in Angriff nehmen. Da wir ja jetzt sozusagen Max-Level sind, oder wir können jetzt Max-Level machen. Ich werde noch ein paar Monster suchen. Ich werde jetzt die ultimativen Brecher, die ultimativen Monster zusammensuchen, damit ich Lightning, aus Lightning den ultimativen Verheerer machen kann. Das werde ich dann bis zum nächsten Part wahrscheinlich noch schon hinkriegen, so vielleicht. Weiß ich vielleicht nicht.
Müssen wir mal gucken. Ansonsten werde ich mich vor Urartefakte stellen, die ich finde, und die dann onscreen dann holen. Was wir noch brauchen ist, in Academia JS400 können wir hier irgendwie nach oben, echt in Academia JS400? Ja, scheint so. Irgendwie einen Weg freischalten, wie wir nach Pisville JS10 kommen oder so. Und da können wir dann echt anfangen aufzuräumen. Was uns noch fehlt, ist Urba JS 300 und 400. Ich meine, dass das irgendwo hier sein muss. 300, 400, wahrscheinlich nach oben und nach unten. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für diese Episode. In der nächsten Episode gibt es dann High-End-Action. Ich bin Vegas LP. Bis dahin. Ciao, ciao.